Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Littlewood. Ich hoffe, ich habe nicht alles vergessen. Irgendwer hat ein Geschenk für uns auf jeden Fall und wir wollten Blumen kreuzen. So viel weiß ich noch. Also farblich. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir das platzmäßig machen wollen. Kriegen wir halt im Leben nicht gebacken, aber okay. Nun gut. Hatte Toby ein Geschenk für uns? Was, schon wieder Toby? Das dritte jetzt? Keine Ahnung. Aber wir hätten das Ernten total mit irgendwem zusammen machen sollen, ne? Das wäre voll clever gewesen. Na egal. Wenn wir schon mal hier sind, fangen wir einfach mal hier oben bei den Blumen an. Und pflücken mal... Oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Dich. Und dich. Genauso wie dich. Und dich. Und dich. Die spawnen hier einfach nichts, ne? Die überhaupt keinen Bock drauf. Pack das nochmal ein bisschen runter. So, dann müssen wir gießen. Ey, die haben einfach überhaupt kein Bedürfnis, hier irgendwas zu spawnen, ne? Also ich könnte halt einfach mal tauschen. Vielleicht. Eigentlich muss das platzmäßig da unten noch passen. Es passt doch hier auch überall. Hallo? Kannst du bitte die Blume gießen? Danke. So. Meine Hoffnung, irgendwann mal einen Dandelion zu fangen, schwindet. Geht gegen Null. Ist bald im Bereich des Non-Existenten. Irgendwie so. Keine Ahnung. Kommen wir von hier in das Weed ran? Nein. Schöner Satz. Nein, kommen wir aber tatsächlich nicht. Wir probieren gerade mal was aus. Gib mir mal das und das und das und das und dann pflanzen wir dich dahin, dich dahin. Wir hätten sogar noch einen Redcap über. Fantastisch. Und was brauchen wir dann? Die Poppies? Ja, ne? Dich hierhin, dich hierhin. Die brauchen jetzt zuerst mal wieder ein bisschen, bis sie wachsen, aber keine Ahnung. Vielleicht kommt dann da oben irgendwas bei rum. Glaubt zwar noch nicht dran, aber wer weiß das schon. So, Toby hat tatsächlich ein Geschenk für uns. Oh, und die Pets sind alle da unten. Fancy. Dancing Toby, das ist ein Indoor-Furniture? The hell? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finde. Eine Milch. Wir brauchen goldene Milch, glaube ich, ne? Auch zum Kochen. So, hatten wir Dudley gemaxt? Ja, ne? Habe ich durchgestrichen, voll gut. Du hast das zweite Geschenk. Finde ich traumhaft. Was brauchen wir für dich als nächstes? 10 Perfect Planks, das war irgendwie zu erwarten, oder? Können wir halt total machen. 1, 2, 3, 4. Reicht schon. Cool, dann haben wir morgen noch ein... noch was fertig. Ist Babsi schon? Okay, wir flirten mit Babsi. Das sollte dann eigentlich locker reichen, um ihn auf 30 zu bringen. Hat man auch gerade an dem großen Herz gesehen. Mel ist auch noch total nicht hoch genug gelevelt. Oder ich habe einfach vergessen, sie wegzustreichen. Lasst mich das kurz rausfinden. Mel ist total auf 30, okay. Wer nicht auf 30 ist, ist eigentlich nur Iris jetzt, oder? Wait. Du bist 34, 34, 31, 34. Babsi ist gerade hochgelevelt. Also das sollte dann erledigt sein. Mel ist 30, du bist 30, du bist 30, du bist sogar deutlich höher, ja. Ja, dann müssen wir uns nur mal Iris krallen. Okay. Was geht hier so um? Irgendwas Dolles? Breezy Table, ja, meinetwegen. Wir müssen Blumen gießen. Ich glaube, farblich Blumen kreuzen
weiß ich noch nicht. Wir haben halt echt keinen Platz dafür, ne? Dandelions existieren einfach niemals. So, hier brauchten wir Dark Matter für und Dark Matter kriegen wir von allem, was wir ernten. Und wir können theoretisch beliebig viel machen, weil wir immer die Zeit zurückdrehen können. Muhaha. Das heißt, Blueprint ist auf jeden Fall geritzt. Mighty Onion, großartig. So, wie sieht's denn hier aus? Mit den Masterpieces hier und hier, hier. Ich habe immer noch mal einen Blick drauf, dass wir genug Ressourcen haben und nicht irgendwas weghauen, was wir vielleicht später bereuen. Das haben wir oft genug gemacht. So, dann gehen wir noch mal hoch. Ist nicht viel mit Dark Matter, oder? Oder kriegen wir das nur beim Mining mit dazu? War das so? Also, ne. Ignoriert mich. Fountain Trees and Ores, okay. Ja, Trees wollten wir sowieso gucken, ne? Also was heißt wollten? Wir müssen. Wir brauchen mehr Armwood. Und wir brauchen... noch ein River Crystal. Also ein Dandelion! Fuck yeah! Zwei sogar. Großartig. Das heißt, wenn wir jetzt den River Crystal kriegen, können wir dann sogar das Ding fertig machen, glaube ich. Das wäre doch schon mal was. Achso, ich wollte in Wirklichkeit ins Museum gucken. Da steht Iris rum. Das ist gut. So, einmal die Drops mitnehmen. Hallo Iris! Folge mir auf ein mächtiges Abenteuer. Abenteuer in den Shop. Ich kann hier die Käfer kaufen. Ja gut, das macht natürlich vieles entspannter, ne? Also den Rootbug brauchen wir jetzt nicht, aber ich dachte, ich kaufe ihn trotzdem einfach mal, weil es geht. Weil wir das können. Das Kaffeehaus ist gemaxt, ne? Ja, es war nur noch die Forge, die wir machen müssen. Okay. I like that. Dann gehen wir erstmal in den Wald. Falls wir Armwood finden, müssen wir dann sowieso in die Forge. Also wir werden halt einfach keins finden, aber... cool, ich habe den Baum wachgehackt. Das ist richtig gut gelaufen. River Crystal, sweet. Okay, dann müssen wir zumindest erstmal nicht mehr angeln. Lovely. Ich mache das jetzt trotzdem gerade pro forma nochmal. Könnt ihr mal die Backen halten? So, dann fahren wir gerade nochmal ein bisschen Dark Matter. Wobei, das ist sinnvoller, das in den Dust Caverns zu machen, weil wir eh Erze meinen müssen. Hier müssen wir eigentlich nur gucken, ob wir irgendwo das Holz finden, was wir brauchen. Alles andere ist erstmal zweitrangig. Das sieht spontan nicht so aus. Lifewood haben wir, das ist ganz fantastisch. Also ich nehme es mit. Wir brauchen es halt einfach jetzt im Moment nicht so... Wir haben es schon nicht leicht, ne? Aber wir haben Dandelions gefunden und River Crystal. Das sollte uns zumindest ein bisschen vorwärts bringen. Okay, das habe ich einfach voll verpeilt, aber egal. Da war eh nichts Wichtiges mehr. Ist auf den ersten Blick kein Armwood am Start. Bedauerlicherweise.
Das ist einfach gar kein... Oh, der Dude ist wieder hier. Ich darf nur irgendwas kaufen. Radish haben wir, haben das halt alles, ne? Das brauchen wir total überhaupt nicht. Okay. Ja gut. Und sind auch einfach... Ne. Das hat sich voll nicht gelohnt. Also fürs Lifewood und für den River Crystal, ja, aber... das Kevin, bitte. Wir brauchen... auf jeden Fall das Ding. Okay, da wir hier Dark Matter kriegen, dürfte das eigentlich als Erz mitzählen. Hat ja voll viele Kisten hier. 4 Stück mindestens. Ja. Viecher machen mich wahnsinnig. So, Holz. Toll. Goldenwood. Kann da nicht mal irgendwie Armwood drin sein? Das wäre total okay. Ich würde jetzt auch noch Wicked Fairies nehmen, ne? Also wenn wir schon mal hier sind, ich würde mich nicht beklagen. Hätte da durchaus Verwendung für. So. Warum ich den Fisch geangelt habe, weiß auch niemand, ne? Verdammter Chomper, lass mich in Ruhe. Geh weg. So. Lassen wir mal. Gehen wir mal hier hin. Mehr ha! Eine Wicked Fairy. Okay, wir brauchen noch 2, glaube ich. Aber wir haben zumindest schon mal einen Anfang gemacht. Heute läuft, ne? Also, zwar nicht alles, was wir wollten, aber eine Menge. Dafür, dass wir da teilweise gefühlt tagelang gar nichts bekommen haben. Okay, den Fisch hätten wir uns halt total schenken können. Na, das war irgendwie total klar, dass das passiert. Der war auch einfach zu schnell. Aber ist okay. Ist okay, damit kann ich leben. Selbst wenn nicht, ich könnte es nicht ändern. So. Nein, nee, wir sind hier noch nicht fertig. Noch lange nicht. Das noch mit und das noch mit und... mehr Erze für mehr Dark Matter. Wir brauchen ungefähr 100 Dark Matter, ne? Wir sollten, also zusätzlich zu dem, was wir hatten. Können wir ja total mal in... Ist das hier mit bei? Nee. Müssen mal kurz ein bisschen in Deckung gehen. Nicht, dass da unten gleich der eine Chomper ankommt. Dark Matter müsste hier mit bei sein, ne? 370, das reicht in Wirklichkeit. Aber... Alter, wie viele Käfer. So. Zusehen, dass wir die Käfer auch alle mitkriegen. Mal nicht von dem Chomper gebissen werden. Ich bin total weggelaufen. Der hat mich voll nicht getroffen. Scheiße. Unfucking fassbar. So, wie ist die Lage hier so? Jetzt nicht so gut. Das ist Golden Tuner, den haben wir auch mehr als genug, ehrlich gesagt. Nee, machen wir mal total nicht.
Grand Library können wir aber durchaus nochmal machen. Also wir sollten die Fishing Trips wahrscheinlich auch trotzdem machen, einfach um Fishing zu leveln, weil das müssen wir auch irgendwann noch grinden, aber... ja, Wiki... Oh, hallo. 2, 3. In der Hoffnung, dass wir irgendwas davon noch nicht haben. Und überhaupt irgendwas davon finden. Golden Crest müsste neu sein. Queen... Ja, das müssten wir haben. Aber Golden Crest ist zumindest neu. Die Fairies wären auch nett gewesen, aber die normalen Fairies, oder die Light Fairies haben wir. Das hat sich doch einigermaßen gelöst. Achso, wir können nochmal kurz mit Arpeggio sprechen. Achso, der quatscht uns jetzt nicht mehr an. Der sagt direkt hier 20 Bücher, sonst geht gar nichts, Bitch. Verpiss dich von meiner Veranda. Okay, dann müssen wir da zumindest nicht mehr reingucken. Das ist aber auch okay. Achso, und dem können, oder durch den können wir nicht durchlaufen. Das ist aber auch in Ordnung. Zack, zack. Master Forge aufwerten. Und dann müssen wir noch in den Workshop und ins Museum. Die schon gequatscht heute bestimmt, ne? Nö, tatsächlich nicht. Verrückt. Okay. Museum. Okay. Zumindest ein neuer Käfer. Voll gut. Fehlen noch 5. Alright. Dann. Kaufen wir das Ding. Spirit Saxophone. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt gebraucht habe, aber okay. Passt. Dann so das hier. Nee, da brauchen wir Tree Sap und Golden Milk. Ich jetzt bescheuert? Ist das jetzt despawned? Ist das jetzt so scheiße durchrotiert, dass wir das mit den... Was ist denn jetzt mit den... Was ist denn jetzt mit den Dandelions und River Crystal? Das Ding, was wir da bauen. Das ist halt total bescheuert, dass hier immer nur 3 angezeigt werden. Jetzt kriegen wir wieder nichts geschissen. Das ist doch Kacke. Ah. Ja gut, wir brauchen noch einen Hardcover und 5 Dustplanks. Also 3 Almwood-Bäume. 3 Armutbäume ausgewachsene sind 12 Holz und 6 Planken, ja. Ja, nun. Es wird einfach niemals irgendwie enden. Ich verkaufe mal Swallowtails, weil wir halt einfach 3 Millionen davon haben. Und dann gehe ich jetzt ganz frustriert schlafen. Iris, lass mich in Ruhe. Das war doof. Also du warst nicht doof, aber... Na. Want to catch 5 bugs. Du möchtest 5 Käfer mit mir fangen, Dark. Das ist deine Scheiße ernst. Heute nicht mehr. So, Iris fröhlich auf 25 gelevelt. Da können wir morgen weiter ansetzen. Das ist okay. A Poem for Babsy. Ah, da ist er. Hey, Maximilian. Ich habe gehört, du bist ein ziemlicher Dichter. Oh, hey, was geht, Babs? Ja, wenn ich nicht gerade hier diese komischen Kartenspielduelle mache, ne, dann versuche ich mich an Poesie, definitiv. Und irgendwann werde ich mal
das romantischste Gedicht aller Zeiten schreiben. Wow. Das romantischste Gedicht aller Zeiten? Ich denke, Gedichte zu schreiben macht jemanden, oder Poesie zu verfassen, macht jemanden sehr attraktiv. Wie stehst du so zu Vögeln? Möchtest du über noch was sprechen? Sprechen? Nein, nicht wirklich. Lass uns gleich zur Sache kommen, Schätzchen. Willst du vielleicht Tarot Monster mit mir spielen? Nein, Tarot Monster ist blöd und barbarisch, aber ich hätte da was anderes, wo wir spielen könnten. Ich könnte mir vorstellen, nach deinem Wurm zu picken. Wie wär's, wenn du ein Gedicht für mich schreibst? Ja, sicher. Kann ich versuchen. Willst du es eher lustig oder eher romantisch haben? Romantisch. Sehr romantisch. Schreib über all meine schönen Features, ich nenne das jetzt Features, die du einfach nur liebst. Okay. Schauen wir mal. Okay, los geht's. Ja, das muss ich jetzt auf Englisch machen, weil sonst es reimt sich sowieso nicht, oder? Deine Augenbrauen sind fluffig oder buschig. Wie übersetze ich denn Swirly in dem Fall? Die Federn auf deinem Kopf lassen ihn aussehen wie eine grüne Eiscreme. Das war großartig! Du kennst dich wirklich mit Worten aus. Wow, das war... Gott. Oh, wow. Das war hart creepy. Okay, wir nähern uns langsam dem Kram. Wir haben seit Ewigkeiten keinen Gobby mehr gesehen, ne? Was ist denn hier los? So, ein paar Drops. Stehen wir mal nicht im Weg da. Du möchtest ein Magicite haben. Ja, kannst du bekommen. Lässt sich einrichten. Hey, ein River Crystal. Iris, hello. Was geht bei dir? Nein, nicht quatschen. Häng mit mir ab, bitte. Danke. So, dann kriegen wir doch hier noch ein Buch an den Start. Ja, moin. Buch 19. Check. Wo habe ich das denn stehen? Hier oben. Ich habe mir bei Buch 19 überhaupt nicht aufgeschrieben, was wir brauchen. Ich voll der Pfosten bin. Warum habe ich das nicht gemacht? Hätte ich total machen können. So, ein Kuh möchte ein Eggplant. Ist gebongt. Wir gucken mal kurz ins Journal, was wir... Haben wir 5 Treesap schon zusammen? Weiß ich nicht. Sollen wir mal gucken. Hier mit bei sein? Ne, 4 nur. Okay, dann können wir das nicht machen. Gemfish Sapphire haben wir, glaube ich, keine 3 Stück, ne? Chimeras könnten wir mal gucken, ob wir 3 Stück haben. Ja, easy. Hauen wir raus. Dann haben wir dafür morgen was schon gespawnt. Das ist super. Und dann können wir bitte einfach die Teile verkaufen. Auch wenn die nicht viel Geld geben, aber boy, müssen die weg, ey. So, Mel war schon... Ah nee, Mel habe ich... Ist die auch noch nicht auf 30? Unglaublich. Oder ich habe sie einfach... Wolltest du nicht das Item haben? Oder war das Ash? Könnte Ash gewesen sein. Moment. Iris, laufen wir gerade nicht hinterher. Wo ist Dark, wenn man ihn braucht? Da. Dark, häng dich an meine Hacken. Wir gehen Käfer fangen. Zumindest einen. Rest musst du dir vorstellen. Und Blumen pflücken. Die sind aber nicht für dich.
gut, sind auf jeden Fall noch Käfer am Start. Das ist voll gut. Die scheiß blauen Blumen spawnen einfach nichts Sinnvolles. Was stimmt mit den Dingern nicht? Ob die behindert sind, haben die hier nicht genug Platz? Müssen hier locker genug Platz haben, oder? Also die spawnen ja normale Sachen, nur halt keine seltenen. Ach. Cancer Flowers, Alter. Ja, du wolltest das haben, bitteschön. Dann... Lohnt es hier irgendwas zu pflücken? Ich glaube gerade nicht. Die Dinger können wir mal mitnehmen. Aber so super wichtig ist das jetzt auch nicht. Dann gucken wir einmal kurz hier hin, was wir so an Geld gescheffelt haben. Nice, 2300, gute Sache. Dann haben wir ein Crescent, wie auch immer man das ausspricht, und ein Petal ist das, ne? Okay. Okay, was auch immer. So, erste Reihe hier ist fertig. Da haben wir noch kein Masterpiece von, aber genug Teile. Genauso hier. Und hier. Und hier. Und dann ist das Ding wahrscheinlich auch voll, ja. Okay, aber dann, wenn ich es mir merken kann, können wir dann auf jeden Fall direkt in die dritte Reihe gehen das nächste Mal. Rotieren die Teile, die man im Workshop holen kann, vielleicht durch? Täglich? Oder ist das einfach nur, rotiert das, wenn wir was Neues... Also wenn wir eins ab... Okay, es rotiert nur, wenn wir eins abgeschlossen haben. Fuck! Ah, was haben wir denn hier? Breezy Chair. Windy Fairy Flooring. Das ist alles arschteuer, aber sei es drum. Was sind Ditte? Breezy Lamp. Ah, meinetwegen auch das. Alle meine Items. So, gehen wir mal in den Shop. Was hat der heute Tolles? Blumenfisch. Haben wir, glaube ich, ne? Ich nehme ihn trotzdem mit. Cavern Award nehmen wir auf jeden Fall mit. Golden Carrot brauchen wir halt einfach bestimmt irgendwann fürs Crafting. Golden Shroom haben wir genug. Das geht soweit klar. Dann. Kümmern wir uns kurz hier hinten um den Rest der Blumen, die einmal gegossen werden müssen. Außerdem müssen wir da noch Eggplants ernten. Das mache ich mal direkt, bevor ich es vergesse. Komm schon. So. 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 Build Mode. Pflücken. 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 Das hat ganz gut funktioniert. Gießen. Beträufel es mit Wasser. Mach die Pflanzen nass. Und roll dich anschließend mit Dark durch das feuchte Gras. Bitte was? Lass mal nicht machen. Es ist total Mittwoch, meine Kerle. Lass mal shoppen gehen. Jo, 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 jo. Danke. Ciao. Okay, wir können bestimmt auch noch irgendeine Bude aufwerten. Gehe ich ganz stark von aus. Ist mir aber gerade mal egal. Wir wollen in der Dust Cavern Käfer fangen, weil wir Dark Fairies brauchen. Also Wicked Fairies. Und außerdem Dark mit uns Käfer fangen möchte. Eine Wicked Fairy. Zwei Wicked Fairies. Damit haben wir alle drei, die wir brauchen. Das war einfach. Was ist denn hier los? Weißt du, monatelang kriegen wir keinen und jetzt kriegen wir drei an einem Tag? Vielleicht, weil wir mit Dark zusammen rumhängen? Hat das damit zu tun? Ich weiß es nicht. Wir bauen nebenbei nochmal ein paar Erze ab, ne? Ist ja auch nötig und so.
Oh, wir haben da unten die Kiste gar nicht mitgenommen. Will ich das jetzt noch machen? Eigentlich nicht. Okay, Käfer sollten wir eigentlich genug gefangen haben jetzt. Ja, okay. So viel dazu. Ich kriege hier trotzdem nochmal kurz vorbei. Für die Kiste. Bugcatching muss ja. Also, die Käfer leveln sich ja nicht von alleine, ne? Ist ja. Okay, wir lassen es aber mal gut sein. Wir gehen jetzt aber trotzdem nochmal fix nach Port City, gucken, ob wir hier irgendwelche seltenen Fische kriegen. Damit wir das vielleicht irgendwann jemals abschließen können. Das wäre sehr traumhaft. Nein. Einfach nein. Dann Grand Library. Nur Hoffnung, dass da noch irgendwas Gescheites bei rumkommt. Haben wir den Goldkäfer da? Können halt alternativ die Kiste mitnehmen, ne? Aber ich glaube, wir haben den total. Das ist halt ein Golden Goliath. Den werden wir halt easy haben. Ich guck das nach. Ich gehe ins Museum, guck das nach. Das ist halt einfach der einzig vernünftige Weg. Weil alternativ nehme ich lieber die Kiste. Haben wir total. Dann Kiste. Also die komischen Goliath-Käfer haben wir in allen Farben und Formen. Also Form ist immer gleich, aber in allen Farben, die es gibt, haben wir sie. Die können wir komplett ignorieren. So. Ab in die Liberität. Liberität? Was? Alright. Und dann müssen wir das Ganze einmal drehen. Dann kriegen wir Kisten. Wir können auch noch 300 ausgeben, dann kriegen wir Kisten und Deluca-Coins, theoretisch. Gucken wir mal. Tresap, voll gut. Deluca-Coin, I'll take it. Catacomb Goo, okay. Flutterfly ist mir egal. Okay, aber das war in Ordnung. Das hätte schlimmer laufen können. Ich glaube, dann ist einfach perfekter Zeitpunkt, einfach nach Hause zu gehen. Und zu sagen, fuck it. Quests können wir noch abgeben. Jawohl. Jawohl. Tauchen noch Kisten auf. Neben meinem Haus. Eine. Doch so viele. Na danke. Okay, Zeit fürs Bett. So, Mel ist total auf 30, die kann ich da rausstreichen. Iris ist immerhin 27, Dark hatten wir nur mit wegen Käfer fangen. Ist Babsi jetzt immer noch nicht auf 30? Der hat sich voll den Arsch abgefreut. Gleich mal gucken. Okay, aber erstmal noch ein Event. Old Folks! Ein perfekter Tag, um sich zu entspannen hier in Idle Valley. Oh, das auf jeden Fall. Von allen Orten, die ich bisher in meinem Leben war, ist Idle Valley auf jeden Fall der, den ich am meisten genieße. Bench hat auf jeden Fall einen großartigen Job gemacht, indem er das Dorf wieder aufgebaut hat. Ja, auf jeden Fall. Von allen Orten, den ich in meinem neuen Leben war, ist Idle Valley auf jeden Fall mein Lieblingsort. Neuen Leben? Dann musst du älter sein als ich? Ja. Wir sind beide schon so die... Wir sind schon so die alten Leute. Die alten und weisen Leute von Idle Valley. Ha. Ja, das fühle ich mich gleich ein bisschen besser, wenn ich weiß, dass ich nicht der einzige alte Sack hier bin.
It's a shame I don't know. Achso, eine Schande, dass ich nicht so jung aussehe wie die Leute vom Katzenvolk mit ihrem neuen Leben. Aber, na, ich bin dankbar, dass mich all diese Pfade, die ich eingeschlagen habe, hierher geleitet haben. Ja, ich bin auch dankbar. Oh. Wir müssten dann auch die Weisesten vom Ort sein. Okay, Treasure Chests. Achso, Inside the Well. Ja, das haben wir letztes Mal total vergessen. Irgendwas vergesse ich ja immer. Ich nehme jetzt eh gleich die nächste Folge auf, nachdem ich kurzen Happen gegessen habe. Ich stelle mich direkt neben den Well, damit ich es nicht vergesse. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein. Und tschüss.